Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier in Turku auf dem Ruissalo Campingplatz und wir werden jetzt gemeinsam diesen Platz und die Umgebung etwas kennenlernen. Auf geht's! Wir wollen die Villa Saro aufklären und schauen, was da so gibt. Jordi, wie siehst du denn die Sache jetzt hier? Ja, die Villa Saro ist zwar eine hübsche Villa im Empire-Stil und hat ein Café und auch ein kleines Restaurant, aber sie ist halt keine Bäckerei und es gibt praktisch kein Brot, außer so ungefähr so große, dünne Roggenbrotfladen. So wie und Finchgauer. Sowas wie Finchgauer, beziehungsweise auch helles Brot. Ja, sieht doch gut aus. Fehlt nur noch die Sonne. Wie heißt es doch in einem Kinderlied? Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Sag mal, ist hier Algenplage? Ja, sieht so aus, Algenplage. Also drüben am Strand ist es ja wirklich grasgrün, da würde ich auf keinen Fall reingehen. Ja, also er sagt da auch, ich hatte ihn angesprochen, Er sagt zu viele Algen und zu viele Steine. Aber ich würde auch nicht reingehen wollen ins Wasser. Naja, das Wetter lädt ja auch nicht ein zum Machen. Nee, aber trotzdem, so auch, weißt du, wer weiß, was man sich hier wegholt bei den Algen. Ha? Jetzt fahren wir mal den Eckweg, Kalkanpolku. Schöner Ausblick hier. Die schimpft mit uns, oder? Nicht, dass sie ihr Nest irgendwo in der Nähe hat. So, das war kräftig grüne Suppe hier. Jetzt fehlen nur noch ein paar Robben, die sich dort auf den Felsen ahnen. Aber es ist zu unruhig hier. Zu viele Boote, zu viele Menschen. Die Tiere mögen das nicht. Wir sind jetzt wieder zurück an der Wegegabelung Strandweg und Eckweg. Fahren jetzt gleich auf den Parkplatz und dann in Richtung Rezeption. Wollen wir doch mal den Laden aufklären dort. Haben wir fein eingekauft, ne? Ja, fette Beute. Und jetzt? Was machen wir? Ja, du hast die Devise Kaffee trinken ausgegeben. Villa Saro, Kaffee. Ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen? Kuchen essen, Kaffee trinken. Ja. Was für ein Baum. Eine finnische Eiche. Bist du ja angekommen. Hat mich doch so eine Mücke gestochen. Thank you.
Ja, mit Robben hat es leider noch nicht geklappt, aber vielleicht klappt es hier mit Seeottern. Verbotsschilder haben wir hier nicht gesehen, aber da unten ist ein älteres Ehepaar, die kam gerade aus der Sauna raus und setzten sich dann unten am See hin und die sagten dann Privatgelände hin auf meine Frage. Ja, sind wir halt wieder weg, aber schöne Ecke hier. Steht ein Aussichtsturm, aber macht erstmal keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Wir stehen das Ganze oben auf dem Turm. Man hat über die Bucht einen schönen Überblick. Aber auf die Seite hin, alles Wald, sieht man nicht viel. So, wir verlassen jetzt den Golfplatz wieder und fahren auf den größeren Radweg. Jetzt sind wir wieder auf dem Platz, wo der Bus auch gedreht hat. Jetzt können wir uns überlegen, wo wir jetzt hinfahren. Der Weg dort geradeaus in diese Richtung, der fährt wieder zur Hauptstraße. Wir können noch bei der Marina Kaffee trinken oder auch nicht, wie auch immer. Leider gibt es hier keinen Kaffee. Na? Ja, jedenfalls haben wir es noch nicht gefunden. Und welchen Vorschlag hast du? Ja, jetzt fahren wir halt zu unserer Villa Saro mit der netten Bedienung. Und dann kaufen wir uns da jeder 3 Stück Kuchen und 5 Tassen Kaffee und dann ist gut. Wie vielleicht. Um den Frust runterzuspülen. Hi, da bist du ja. Angekommen.